Ja, moin, liebe Freunde der Geschichtsschreibung, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Sid Meier's Civilizations 5 mit den Songhai. Und ja, liebe Freunde, unsere Zufriedenheit ist immer noch ein Problem. Unsere Zufriedenheit war mal deutlich höher. Na, was heißt deutlich höher? Aber sie war mal höher. Und jetzt ist sie so am Abkacken und ich frage mich die ganze Zeit, woran das liegt. Durch die Bevölkerung, ja, schön. Soll mir sagen, ich habe zu viele Städte, oder was? Ach, guck mal an, der Grieche haut sich da eine einzelne Stadt hin. Ist auch schön. Ich verstehe das nicht, echt nicht. Zufriedenheit ist wirklich so am Abschmieren. Ja, ja, ja. Wisst ihr, ich habe mich so sehr gefreut, in den Arsch zu treten, aber wenn ich schon wieder die Zufriedenheit sehe, wo ja damals, glaube ich, auch mein erstes Spiel dran gescheitert ist, an dieser verdammten Zufriedenheit. Ich sag's jetzt einfach nochmal, an der verfickten Zufriedenheit. Ich verstehe es nicht. Also die Zufriedenheit, die kracht immer runter bei mir. Das ist immer bemerkenswert. Also, weiß ich nicht. Im Grundspiel alleine ist das auch wieder so. Die Zufriedenheit, die kracht so in den Boden. Verstehe ich nicht. Mann, gut, Gold haben wir wirklich gut. Verbündet mit Rom. Vor allen Dingen, die Stadtstaaten geben auch keine Quests raus, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Die geben keine Quests raus. Ich glaube, ich habe nicht eine Quest von denen gesehen. Nicht eine. Das haben sie nämlich auch anders gemacht. In den DLCs haben sie immer Quests rausgegeben, wenn irgendwie Barbarenlager in der Nähe waren oder Weltwunder zur Verfügung standen. Ist alles nicht da. Also man merkt wirklich immer mehr, gerade so, wenn das in die späte Phase des Spiels geht, dass wirklich einiges fehlt. Das ist als Grundspiel tatsächlich ein komplett anderer Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Na. Oh, ich wusste es. Entschuldigung und danke. Oh, alter Schwede. Meine Güte. Oh. Bank. Erstmal ein Markt. Eieieiei, was für ein Nieser. Oh, ich hoffe, dass wir nachher Aluminium haben, ey. Wollte ja sowieso auf Wissenschaftssieg gehen mehr. Weil ich glaube, wenn ich mir meine Konkurrenten so angucke, könnte das ein enges Ding werden. Ich wollte eigentlich Rom unbedingt mir einverleiben. Ach, guck mal, Ravenna hat er noch gebaut. Also hat er jetzt 5 Städte. Also ich gehe mal, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier 2 Städte sind. Eine ist Rom und die andere, keine Ahnung, irgendeine andere. Aber auf jeden Fall dürfte er da 2 Städte in dem Nebel haben. Dahin. Eieieiei. So ist das. Und die Nase juckt immer. Ah! Um große Dinge zu erreichen, sind 2 Dinge nötig. Ein Plan und zu viel Zeit. Ich lese nochmal vor. Also, Big Ben. Um große Dinge zu erreichen, sind 2 Dinge nötig. 2-mal Dinge. Müssen wir einmal abziehen. Ein Plan und zu wenig Zeit. Von Leonard Bernstein. Ob nach ihnen das Bernsteinzimmer benannt ist? Glaube ich nicht. Big Ben, Kostenverkäufe mit Gold in allen Städten 15% reduziert. Sehr schön. Und irgendwo hier ist ein Barbarenlager. Ja, mit Armbrüsten direkt. Alles klar.
Darum kümmern wir uns doch gleich mal. Also, ihr kriegt erstmal ein Kolosseum. Gau, unsere Hauptstadt, bekommt erstmal eine Windmühle. Gwandu bekommt eine Stadtmauer. Und ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass ich irgendwas falsch gemacht habe in dem Spiel. Das gibt's doch nicht. Ich habe mich bei den Japanern habe ich mich ja auch ziemlich breit gemacht im letzten Spiel. Und da hat dann alles wunderbar geklappt. Da habe ich allerdings auch mit allen DLCs gespielt. Also, ob das mit der Religion zu tun hatte, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Eine Archäologie übrigens wäre es jetzt so, hätten wir die, würden wir die jetzt erforschen, mit DLCs wäre der Archäologe verfügbar. Gibt es also im Grundspiel auch nicht. Ja, du gehst mal hoch. Feuer frei, Jungs. Na, dann bin ich ja mal gespannt, wie es nachher mit Öl aussieht. Aber ich finde das echt schon wieder interessant. Wir müssen unsere Kohle uns redlich erkämpfen. Und der Römer hat sie direkt vor der Haustür. Also das ist echt schon wieder... Fühle ich mich schon wieder ein bisschen verarscht vom Spiel. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Neues Forschungsabkommen. Wer sich der Geschichte nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Von George Santayana. Wir können jetzt das Museum bauen und den Louvre. Oder den Louvre. Wird das Louvre oder Louvre gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ermöglicht den Bau des Museums, das beim Bau in der Stadt die Kultur deutlich steigert. Liefert außerdem weitere Bonusse, heißt das nicht Boni? In Bezug auf Kultur. Ist das nicht schön? Feuer frei, Jungs. Unsere Zufriedenheit ist einfach... Die war zu Sessionbeginn, war die auf über 20. Jetzt ist sie einfach nur noch auf 12. Das ist doch nicht mehr normal, sag mal. Was ist das hier? Brandenburger Tor. Ja, nee. Nee. Dünger. Das gibt's doch nicht, ey. Bau mal von Berlin nach Tekeda mal eine Straßenanbindung. Kriegt man einfach mal sämtliche Hauptstädte als Städte vorgegeben. Ist auch nicht schlecht. Ja, das heißt, es gibt zu viele Städte auf der Karte, habe ich so das Gefühl. So, das Holzfäller... Oder das Säge... Warum wollte ich jetzt sagen Holzfällerlage? Nein, das Sägewerk ist fertig. Warum kam ich jetzt auf Holzfällerlage? Kann mir das mal jemand erklären? Also irgendwie verwechsel ich momentan alles mit allem. Hier ist doch, glaube ich, auch was dazu gekommen. Bauernhof auf Geländefeldern ohne Zugang zu Süßwasser, genau. Weide um 1 erhöht, Plantage um 1 erhöht. Genau, das erhöht einfach generell die Nahrungsproduktion. Was natürlich gut ist für größere Städte. Sehr schön. Die Barbaren sind weg vom Fenster und wir schnappen uns die Kohle. Zufriedenheit ist übrigens nur noch auf 11. Also die Zufriedenheit ist wirklich gerade mein Sorgenkind, muss ich ehrlich sagen. Also, dass sie so abkackt. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass sie zugrunde geht, aber dass sie so derart untergeht, Heidewitzka. Handelsposten. Finde ich jetzt nicht so lustig, wenn ich ehrlich bin. Vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, wie ich dem jetzt so wirklich entgegenwirken kann, also effizient entgegenwirken kann. Klar, ich könnte sämtliche Zufriedenheitsgebäude einfach kaufen. Das könnte ich machen, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer wirklich viel ändert. Wisst ihr, wie ich meine? Ne, das sind Bautrupps. Das ist Ägypten. Ägypten hat natürlich auch Kohle, selbstverständlich. Ja, hier der Aztek hat auch Kohle vor der Tür, quasi. Wenn ich auf seine Hauptinsel gucke, dann hat er da auch gleich Kohle, richtig? Nee, tatsächlich mal nicht. Wahnsinn. Also so ganz verstehe ich das nicht mit den Ressourcen. Also das ist irgendwie... schwierig. So, wann expandiert ihr wieder? 20 Runden. Dann geht erstmal in die Stadt.
Die können sich wieder zurückziehen. Das habt ihr gut gemacht. Sägewerk erstmal. Solange da keine Ressource oder so aufspawnt, reicht da erstmal ein Sägewerk. La France. Nee. La France, nee. Schön. Zufriedenheit ist immer noch auf 11, obwohl ein Monument fertig geworden ist. Ey, die Zufriedenheit, die kracht immer weiter nach unten. Ich wüsste echt gerne, wieso. Kolosseum. Theater, auf jeden Fall. Theater, jetzt baut mal alle erstmal Theater. Zirkus. Wir müssen erstmal unseren Fokus auf die Zufriedenheit widerlegen. Aber Wissenschaft und Wirtschaft ist trotzdem weiter wichtig. Aber ich glaube, das mit dem Krieg hat sich echt erledigt, weil solange die Zufriedenheit so scheiße ist und noch beschissener wird, ohne irgendeinen Einfluss, da brauche ich nicht noch einen Krieg, ganz ehrlich. Wenn ich dann noch einen Krieg anfange, ich glaube, dann ist ganz vorbei. Weil das war nämlich beim letzten Mal, beim Japaner, beim ersten Mal war das nämlich mein Untergang. Da hatte ich eine geringe Zufriedenheit. Da habe ich gesagt, ja, dann mache ich mal Krieg und dann schießt die Zufriedenheit. Oh ja, Pustekuchen. Der Gegenteil war der Fall. Den Fehler habe ich nämlich schon mal gemacht. Also entweder bin ich zu blöd für das Spiel, was ich nicht kategorisch ausschließen will, aber dann hätte ich mit den Japanern nicht gewonnen. Aber es scheint, dass das Grundspiel ein bisschen anders tickt als das Spiel mit DLC. Das merke ich immer mehr. Also nicht nur, dass einige Sachen fehlen, teilweise erfreulicherweise, zum Beispiel rumlaufende Missionare, aber das geht einem wirklich auf den Keks. Aber es scheint auch so ein bisschen so, ja. Macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Theater. Erstmal brauchen wir dringend ordentlich Zufriedenheit. Wir müssen Zufriedenheit reinkriegen. Ups. Zufriedenheit reinkriegen. Eieieiei, ist gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Jo, gleich um 2 gesunken. Jawohl, geil. Gleich 2 Punkte Zufriedenheit verloren. Geil. Geile Kiste. Oh, weia. Ja, Kolosseum, genau. Ist nicht gut. Nicht gut. Sägewerk erstmal. Also tut mir leid, Freunde, aber das wird kriegstechnisch ziemlich arm werden diesmal. Weil ich kann mir keinen Krieg leisten. Nicht mit der Zufriedenheit. Jetzt ist sie auf 7 runter, sag mal. Belesenste Völker der Welt sind wir mit 40. Also wir haben 40 Technologien. Gandhi hat uns trotz dessen den Kreml weggeschnappt, obwohl er 6 Technologien hinterherhinkt. Glücklicherweise habe ich die Spionage ausgelassen, weil hätte ich die Spionage nämlich angemacht, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal mitgekriegt? Ich glaube ja, weil dann klauen sie dir die Technologien reihenweise weg. Und natürlich immer erfolgreich oder fast immer. Und das nervt einen einfach nur. Das raubt einen, finde ich, tatsächlich den Spielspaß. Kann natürlich jeder so sehen, wie er möchte, er oder sie. Aber ich sehe das so. Für mich ist das ein Unterhaltungskiller schlechthin. Wenn der Gegner sich einfach sämtliche Technologien zusammenklauen kann und du hängst da am Ende. Ja, was macht ihr denn jetzt mal? Außer dicke Backen. Ah! Wir können eine Weide bauen. Dann machen wir das doch mal. Keine Bibliothek sofort nachholen. Auf 6. Leute, überlegt mal. Zum Anfang der Session war die Zufriedenheit auf über 20. 20. Auf 6 runter. Auf 5. Sag mal. Das ist doch nicht normal. Beruhigt euch, Leute. Das ist doch alles gut. Was wollt ihr denn? Es ist doch alles da. Ressourcen, alles. Und die Zufriedenheit rauscht immer weiter. Ich kann mir keinen Krieg leisten. Ich glaube wirklich, ich habe zu viele Städte.
Aber was soll ich machen? Ich brauche die Städte. Auf 5! Am Anfang der Session hatten wir über 20 Zufriedenheit. Kann mir doch keiner erzählen, dass es nur dadurch kommt. Alter Schwede. Kolosseum ist jetzt gerade wichtiger. Also wir müssen gerade wirklich komplett auf Zufriedenheit gehen. Das gibt's doch nicht. Ja, Bevölkerung. Jetzt geht die Zufriedenheit mal um einen Punkt hoch. Wahnsinn. Bloß nicht zu viele Punkte. Ja, hier können wir, glaube ich, nichts weiter machen. Da ist auch alles durch. Dann könnt ihr ja mal runterfahren, wa? Kolosseum habt ihr anscheinend schon, dann baut ihr mal ein Theater. Ja, jetzt momentan hat wirklich Zufriedenheit Vorrang. Was gibst du mir für Silber? Gut, dann nicht. Großes Reich lässt sich schwierig regieren, ich merke das schon. Da ist auch noch Kohle. Oh, scheiße. Gerne würde ich die Kohle noch in Anspruch nehmen, aber leider, ist die Zufriedenheit schon so semi-gut. Also, ich muss wirklich aufpassen langsam. Ist ja echt kurios. Och, Mann, ich wollte so gerne Krieg führen, aber nein, ich darf nicht. Weil die Leute, die machen, die proben den Aufstand, wenn ich das mache. Ja, Zufriedenheit geht gleich wieder um 2 runter. Danke dafür. Das finde ich sieht auch geil aus. Also man kann davon ausgehen, dass das Lager weg ist. Jetzt geht die Zufriedenheit wieder um 2 hoch. Sag mal, was ist denn das für eine Verarschung? Baut mal hier einen Bauernhof auf. Bibliothek. Wir haben übrigens gleich Dünger, das heißt, die Nahrungsproduktion geht hoch. Eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst. Von Franklin Delano Roosevelt. Wie gesagt, die Nahrungsproduktion wird gesteigert, Nahrung von der Modernisierung Plantage um 1 erhöht, Weide um 1 erhöht und Nahrung von der Modernisierung Bauernhof auf Geländefeldern ohne Zugang zu Süßwassern. Das heißt, ohne Flüsse, ohne Seen, ohne was weiß ich was. Aber das macht mir echt Sorgen, die Unzufriedenheit, das macht mir echt Sorgen. Machen wir erstmal Militärwissenschaft. Theater auf jeden Fall. Tut was für eure Zufriedenheit, Leute. Ja, das habe ich mir doch alles ein bisschen anders vorgestellt, muss ich ehrlich zugeben. Mehr Durst? Geist? Nein. Der Inder, der verdient auch viel zu viel Geld, muss ich sagen. Ich kann leider momentan nichts tun. Ich kann keinen Krieg führen und gar nichts. Kolosseum, ja. Hafen haben sie ja schon. Schon ist gut. Die Stadt steht ja auch schon ein bisschen länger. Die sind fertig, das ist gut. Die sind sowieso schon verschanzt. Da sind noch 2 Felder frei. Die sind auch noch dabei, ihren Hafen zu bauen. Schicke ich die dann mal hin? Gute Frage. Nächste Frage. Da ist nichts zum Bebauen. Da sind sie schon bei. Ja, da würde ich sagen, schicke ich die erstmal in die Stadt, wa?
wenn da nichts zu bebauen ist. Genauso auch hier. Alter, guckt euch an, wie groß die Stadt ist. Wahnsinn. Die können nochmal das Berg, den Hügel da beackern, hätte ich jetzt gesagt. Theater. Also ich gucke gerade wirklich besonders kritisch auf unsere Zufriedenheit. Wirtschaft ist okay, plus 285, kann man mitarbeiten. Kultur ist auch hervorragend. Ah, jetzt geht die Zufriedenheit mal wieder ein bisschen hoch. Liebe Freunde, wisst ihr, was gleich noch hochgehen wird? Genau, der Part. Nämlich Partende. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen zu einem neuen Part von Sid Meier's Civilizations 5 mit den Songhai. Und wie man sieht, hat der Römer es geschafft, sich gegen die Barbaren durchzusetzen. So wie es aussieht. Das heißt, auch der Römer wird jetzt die Expansion beginnen. Soll er machen. Liebe Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald. Und tschüss und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Bis dato. Tschüss, Freunde.